Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play East Chronicles. Beim letzten Mal haben wir unser Equipment in Order geholt und können heute zur Wahrsagerin gehen. Schauen wir mal, was sie von uns will, beziehungsweise was wir für eine Aufgabe haben. Übrigens, ich habe schon eure Kommentare zum ersten Part gelesen und ich fand es recht cool, dass einige Leute, ja, scheinbar Gefallen an dem Spiel haben. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, weil das Spiel ist echt gut. Und sie hat ein neues Design gekriegt, also zumindest ein neues, wie sagt man, Artwork. Finde ich cool. Kennen wir uns mit den Büchern aus? Ich sage mal nein. East was the name of an ancient kingdom that existed here ages ago. Okay. Wie viele Bücher von East gibt's denn dann? It's actually inscribed their words. But the six... Okay, sechs Bücher von East gibt es. Okay, lass mich raten. Wir sollen sie alle sammeln, ha? Huh? Ja, schnapp sie dir alle. Halt was. Aha, one of them is in the mountain shrine. Okay, lass mich raten, da sollen wir hin. Na, warum nicht? Wir sind selbstbewusst genug. Ich denke mal, diese Aufgabe können wir übernehmen. Scheint ja niemand anders in diesem Land wäre dazu fähig, ne? Immer muss der Held von außerhalb kommen und den Ort retten, auch wenn er nichts mit dieser Ortschaft zu tun hat und nicht sich auch nur im geringsten damit identifizieren kann. Aber hey, wir kriegen Sarah's Crystal. Den brauchen wir, weil sonst könnten wir in diesem Schrein... Ich glaube, wir könnten sonst rein, aber wir könnten dort sonst absolut nichts machen. Visit Jabba the Hutt in Zeppig. Nein, Jabba. Ach, deine Tante, ja? I'm certain she will be of aid to you. Okay. Zeppig Village is to the northeast, just outside Minia. You'll pass through it on the way to the shrine. Okay. Ich würde sagen, das machen wir. Ich denke, dafür sollte die Zeit heute reichen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Denn dadurch, dass wir heute nochmal auf die Overworld gehen, und schaut mal übrigens, wir haben jetzt Level 2. Interessanterweise, glaube ich, haben sich unsere XP nicht verändert, aber dafür, dass wir mit dir geredet haben, haben wir einen Levelanstieg bekommen, haben deutlich mehr Lebenspunkte, fast das Doppelte, mehr Angriff, mehr Verteidigung. Es wird definitiv helfen. Ja, sie ist super duper beautiful, du sagst es. Aber gut, und wieder Epic Mucke, yeah. Jedenfalls, die Overworld hat ein bisschen was, was wir uns holen können. Es gibt ein paar, ja, Schätze, sage ich mal. Ja, es gibt hier tatsächlich Truhen in dem Spiel, ist ja auch ein RPG. Und diese würde ich ganz gerne ergattern, zumindest die, die wir holen können heute. Ansonsten... Das Spiel hat leider keine Ingame-Karte, das heißt, ich kann euch jetzt nicht einfach sagen, hier solltet ihr nicht hingehen oder so. Von daher, denke ich mal, werde ich euch die extra Gebiete, die noch nicht relevant sind, auch noch nicht zeigen. Weil ich dann sowieso nochmal onscreen hingehen würde, dann verschwenden wir eigentlich nur Zeit. Ich kann euch nur so viel sagen, geht lieber in keine Ecke, in die ich nicht gehe, weil dort Monster sind, die so stark sind, dass sie euch wahrscheinlich mit einem Hit töten könnten. Und das wollt ihr mit Sicherheit nicht. Weil ihr einfach nicht auf dem Level wärt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ihr habt es ja schon von der Mine gehört, in der das ganze Eisen gefunden wurde, ne? Die müsste hier nach Norden sein, ne? Ja, die Rest My Northwest, also Nordwesten dort irgendwo. Ich würde es definitiv nicht empfehlen, da reinzugehen. Die Monster sind da sehr, sehr, sehr stark. Da müsstet ihr wahrscheinlich so Level 5 bis 6 sein, um euch da mit denen anständig zu prügeln. Allein schon auf der ersten Ebene. Aber gut, wir könnten jetzt nach Zeppig Village gehen, aber erstmal möchte ich hier lang. Denn hier gibt es noch ein bisschen was extra. Und um dem Level-Grinding auszuweichen, auch wenn die gerade die Hunde hier geben. Die Hunde geben echt gute Erfahrungen. Aber in diesem kleinen Teich, schaut mal hier. Oh ja, da glitzert was. Und zwar eine goldene Vase. Das klingt total nach Metroid, oder? Dieses... Übrigens, diese goldene Vase können wir ziemlich teuer verkaufen an den Händler, wie heißt er? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, aber auf jeden Fall können wir an ihn dieses Teil verkaufen und das bringt massig Geld, wofür ich mir wahrscheinlich sofort schon wieder ein neues Schwert holen kann. Und das werden wir auch gleich machen. Aber vorher gibt es noch eine weitere Truhe, die wir holen können und darum machen wir das auch. Keine Sorge, Zeppig Village dürften wir heute noch erreichen. Muss man schauen, wo die richtige Abzweigung ist, weil ich habe leider... Ah, hier ist der Road. Okay, gut, gut. Jetzt sind wir doch schon eine Abzweigung zu weit. Denn hier gibt es tatsächlich auch eine Truhe. Aber diese Truhe können wir leider nicht öffnen. Denn sie ist versperrt. Unsere Hand passt nicht ganz durch. Und aus diesem Grunde lassen wir die Truhe erstmal Truhe sein. Aber merkt euch definitiv, dass hier hinter einem Roader Tree... Da wollte ja der eine Typ auch eine Frucht haben, ne? Aber leider, wenn ich den Baum shake, kommt da nichts runter. Aber schaut mal. Erinnert mich irgendwie an Tales of Symphonia. Das sah zwar ganz epic aus, aber irgendwie passiert da nichts. Hm? Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass so ein großes Bäumchen nicht ohne Grund da steht. Aber gut, mehr zu diesem Baum später. Ich möchte heute noch ein bisschen was... Oh, Hundi, komm her. Du, jetzt kriegst du es nahe. Also, wie die ganzen Dinger mal kaputt gehen, ey. Bams. Sauber. So haut man Sachen kaputt.
Und ansonsten, diese goldene Vase, die hat sonst gar keinen Sinn oder Nutzen. Das heißt, ihr könnt sie in Ruhe verkaufen. Und hier finden wir die Beastery Potion, welche ihr brauchen werdet, wenn ihr ein Beastery füllt. Weil wenn man die einsetzt, dann sieht man die Monster am Screen. Und ich glaube, man muss ein Monster einmal töten, dass im Beastery der Name des Monsters steht. Ihr müsst es aber sage und schreibe, wie oft war das? 25 oder 26 Mal töten, um den kompletten Beastery des Monsters zu füllen. Und mir persönlich ist das viel zu viel. Man kann es gerne machen, aber ich habe hier noch nie ein 100% Beastery versucht und ich sag mal, in manchen Spielen finde ich es schon interessant, aber hier nicht unbedingt. Deshalb bin ich nicht so der Fan davon. Aber gut, anstelle, wie gesagt, dass wir nach Sepik gehen, gehen wir zurück, weil der Weg ist auch nicht zu weit. Außerdem, ich denke mal, in dem Spiel kann ich, glaube ich, alles onscreen machen, weil die Welt wirklich nicht zu groß ist. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich dafür ein bisschen Zeit rausschmeiße. Und Moment, ich kann es euch zeigen, wenn wir stehen bleiben, dann leveln wir wieder oder kriegen wir unsere Lebenspunkte wieder. Man muss halt nur aufpassen, dass die Monster euch da nicht treffen, aber sonst, man kann auch Heilung kaufen. Aber wir sollten auch welche unterwegs finden. Denn das Ding ist, man kann nur einen Heiltrank aktiv tragen. Deshalb kaufe ich mir eigentlich keinen, sondern bevorzugterweise lasse ich das Ganze einfach, ja, mir unterwegs finden, ne? Okay, auf jeden Fall, wir möchten etwas verkaufen, und zwar die goldene Vase. Ja, ich habe sie im Wasser gefunden. Kein Problem. 2000. Ah, okay. So, alles klar, wir wollen das Ding verkaufen und kriegen dafür 2000 Gold. Ganz toll. Jetzt haben wir 2700 und mit 2700 Gold haben wir die Wahl. Wir könnten uns eine neue Rüssi kaufen, ein neues Schild oder ein neues Schwert. Und da ich persönlich sage, Angriff ist die beste Verteidigung und wir nur ein Equip-Teil haben, was für Angriff ist, aber zwei für die Verteidigung, denke ich, nehmen wir lieber das Schwert mit. Weil, dadurch, dass ich das neue Schwert kaufen werde, haben wir vielleicht sogar die Chance, dass ich Levelgrinding noch länger umgehen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber gut, wir möchten gerne das Longsword. Das kostet 2000 Gold, aber das passt. Alles klar. Ansonsten, ich muss mal kurz gucken. War da nicht auch irgendein... Nee. Die anderen beiden Equips waren zu teuer. Es kostet, glaube ich, 1500 oder so mindestens für die nächste Rüssi. Das wird nichts. Aber schaut euch mal den Angriff-Boost an. Jetzt haben wir 40 Angriff. Sehr schön. Auch wenn das Onscreen, glaube ich, nicht anders aussieht. Aber das ist ja auch egal. Alles klar. Das heißt, wir sind jetzt umso stärker. Hey. Fanner. Bug you, Badet. Okay. Seems to be where the thieves... Ah, die Diebe. Von denen haben wir schon gehört. Ja? Die haben ja scheinbar auch hier schon ihr Unwesen getrieben. Sollten wir mal Banieren beibringen, ey. Ey, doch mit der unendlichen Ausdauer, der Typ. Ist aber schon cool, er kann so viel rennen, wie er will. Hat sich richtig im Mega-Sprintsaft reingepfiffen und durch die Nase gezogen. Ja, aber gut. Übrigens, die neueren Ys-Spiele, ich glaube das neueste Oath in Falcana, oder wie es hieß, kommt für die PS Vita raus. Ich habe leider keine Vita, aber es sieht richtig geil aus. Allerdings das Equip von Ale, also was ich verstehe nicht, warum in den alten Spielen, genauso wie in Lufia 2, hat Maxim im Originalspiel noch eine Rüssi, im Reboot für den DS hat er auf einmal irgendeine Lederweste an. Ich meine, was geht mit den Entwicklern? Ich meine, soll es jetzt besser aussehen? Ich meine, es ist ein Ritter, er braucht seine Verteidigung. Aber gut. Auf jeden Fall, ihr seht schon, das Schwert macht deutlich mehr Damage. Ich glaube, die haben vorher zwei Schläge gebraucht. Und hier ist Sepik Village. Ich würde sagen, wir schauen uns die Ortschaft heute mal an. Hat wieder eigene Townmucke. Die hier klingt aber, würde ich sagen, ein bisschen mysteriös und nicht unbedingt freundlich. Aber schauen wir uns die Leute mal an. Ich meine, hier sieht es auch nicht gerade geschützt aus. Ich meine, es sieht ja aus, als könnte jedes Monster einfach reinkommen, wenn es will. Hier scheint auch nicht so wirklich Leben zu sprießen. Ja, dann gibt es natürlich auch wieder die Leute, die nicht an die Göttinnen glauben. Oder Götter glauben. Das heißt, die lassen Leute nicht in diesen besagten Turm? Wer weiß, vielleicht... Nee, dazu will ich nichts sagen. Noch nicht. Hey. Iris. Den Namen Iris gibt's auch in verschiedenen Videospielen, das weiß ich. Außerdem gab's doch erst einen in Lufia 2. Hier warst du also vorher, ja? Mensch, also das Spiel präsentiert mir quasi die ganzen Lufia-Anlehnungen heute, ja? Ich meine, wir rennen schon die ganze Zeit mit Zed rum. Spricht ja schon für sich. Hey. Vielleicht sollten wir mal mit dem Major reden. Auch wenn wir eigentlich Jabba gesucht haben, die Oma von der Wahrsagerin, falls ihr es vergessen habt. Auch wenn wir das erst am Anfang des Parts ja erfahren haben, aber gut. Schauen wir mal. Hey. Das ist der Major.
Major, young man, where did you come from? Klar, ist absolut kein Problem. Gerne. Ich meine, wir haben uns noch nie vorher gesehen, aber ich vertraue dir, du vertraust mir. Wundervoll. Silver Bell? Bitte erzähl uns mehr. Ach, haben die Diebe sie erst geklaut, oder was? Ah, lass mich raten. Die glauben an diese Silber, dass du sie immer noch hast und wahrscheinlich, dass sie das Dorf beschützt. Ah, das heißt, steckst ganz schön in der Klemme, wenn es rauskommt. Ah? Okay. Liegt im Norden. Ich würde sagen, wir reden mal mit den Dieben. Ich meine, es kann ja so nicht angehen hier. Okay, klar. Eine Silberwelle besorgen. Absolut. Packen wir auf unsere Liste. Sollten wir auch übernehmen, die kleine Sache, weil dafür... Ja, kommen wir später zu. Dauert noch ein bisschen. Aber hey, wenn du nicht Jabba the Hutt bist, Jabba's Home. Ja, du erkennst gleich den Kristall. Sehr schön. Ach, habt ihr miteinander geredet? Mhm. Das ist ja nice. Sie wird wahrscheinlich in das Urteil von Sarah vertrauen, ne? Und von daher passt das dann schon, okay. Der Solomon-Schrein. Wir müssen also tief eindringen, ja? Ja, definitiv. Geht nicht ohne irgendwie Vorbereitung zu treffen da rein, weil das könnte brutal werden. Dieser Turm ist böse. Sehr böse. I saw a most beautiful statue of two goddesses. Zwei Göttinnen. It felt so sacred, like I was looking into guardian spirits of the mind. Since then, we miners have been praying every day. Mhm, eine von denen ist einfach verschwunden. Was mag das wohl bitte? Nein, ich will nicht nochmal. Ah, Moment, was hast du gesagt? Moment, sagst du das andere nochmal? Richard was holding a big black pearl. It should still be down. Hm, so wie auf dem Title-Screen? Und in dem Intro? Wer weiß? Du siehst das wie der Bürgermeister. Okay, lassen wir den mal schlafen. Aber gut. Das ist Zeppic Village. Und ich würde mal sagen, ich mache hier einen Schnitt dann beim nächsten Mal. Ja, ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich schon die ganze Zeit darauf, dass die ganze Action mal losgeht im Combat und alles. Und keine Sorge, ich denke, ich kann garantieren, dass im nächsten Part es ziemlich wild hergehen wird. Da wird es einige Gegner geben, die mir an den Kragen wollen. Neue Mucke. Und ja, was werden die Diebe zur Silverbed zu sagen haben, ha? Findet's raus beim nächsten Mal in Let's Play East Chronicles. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.